in our home, across the fog, the lands between. Now, Queen Marika the Eternal is nowhere to be found. And in the night of the Black Knives, Godwin the Golden was first to perish. Soon, Marika's offspring, demigods all, claimed the shards of the Elden Ring. The mad taint of their newfound strength triggered the shattering. A war from which no lord arose. A war leading to abandonment by the greater will. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead who yet live. The call of long-lost grace speaks to us all. Horalu, chieftain of the Badlands, the ever-brilliant Gold Mask. Fear, the deathbed companion, the loathsome Dung-Eater, and Sir Gideon Othnir, the all-knowing. Elden Lord.
Habe ich Tutorial aus? Ja. Okay, Soldat von Godric. Mache nebenbei Essen, Jani. Bin noch etwas abwesend. Gut erleichtertes Gesicht. Alles gut, Bibi. Danke, dass du da bist. Oh, was zum Notieren? Ich notiere es auf im Handy. So, da. Bosse, no death. Godric.
Soldat. No damage. Okay. Falsche Richtung. Wieder falsche Richtung. Doch, richtige Richtung. Schon viel besser. Oh Gott. Okay. Südler. Nur ein Popo-Training-Ding.
Oh, schon mal nicht so weit. Have you heard of the they serve but you I can put turning runes to aid you you need only to, to the foot of the then it's settled ah I bequeath this ring hoppla you it will summon torrent to treat him with René, sorry nochmal für das abrupte Beenden des anderen Streams. Ich muss noch überlegen, ob ich den Stream oben lasse oder ob ich ihn runternehme und ob ich es überhaupt nochmal probiere. Ich bin es echt noch am Überlegen. Ist das dieses Elder Scrolls, von denen alle auf dem Pausenhof immer reden? Ja, René, das ist Elder Scrolls. Auf der PS5 sogar. Hat ein Update bekommen. Hops. Silvana, danke. Ach. Das ist Sekiro. Slasher, hi. Bei dir entschuldige ich mich auch nochmal für das abrupte Ende des Streams. Slushy ist Sekiro süchtig. Sekiro ist ja auch ein geiles Game. Wenn man's drin hat. Scheibe Fleisch. Ach, all gut. Hat man mal. Nee, also. Dass die auch durchgehend jetzt Feuer speien musste, das habe ich jetzt echt nicht verstanden. Ich glaube, ich habe mich jetzt auch entschieden, ich spiele Sekiro weiter. Nach Midir muss der Affe nun fallen. Oh, hast du Midir besiegt? Dann GG. Das ist ein richtiges Arschloch. Ich hasse Midir. Das ist mein größter Hassboss in Dark Souls 3.
wird nur kurz Hello Gesicht mit umarmenden Händen sagen, like ist raus, hab leider keine Zeit, aber morgen ab 16 Uhr bin ich wieder dabei, leicht lächelndes Gesicht. Carsten, Thanks. Kein Problem. Ich wünsch dir noch einen schönen Samstag. Medea war wirklich räudig, aber gestern liefen zwei Versuche in Folge richtig gut und im zweiten davon hatte ich ihn auf einmal. Nicht schlecht. Ich habe 3 oder 4 Tage gebraucht. Schnauze, Kenneth. Hat ohne NG Plus auch gar nicht so lange gedauert, wenn man nicht das ganze Spiel dazu zählt, Gesicht mit Freuden trägt. Danke, Kenneth, für dein goldenes Saat. Bappenmalten. Getunnelt. Schnauze Troll. Aber auch nicht sicher, wen ich mehr hasse, Medea oder die Drachentöterrüstung. Medea hat mir gestern so, ich hab's kapiert, wie bis gegeben. Ich mag tatsächlich die Drachenritterrüstung relativ gern. Meine Top 3 Hassbosse in Dark Souls 3 sind Platz 1 Medea, Platz 2 Seele des Feuers, also der Endboss, und Platz 3 der Kristallweise. Ja, aber das ist schlechter, das ist ja nur die erste Phase. Also erste Phase ist wirklich Arsch beim Nameless King, aber wie gesagt, meine Top 3 Hassbosses sind Platz 1 mit dir, Platz 2 Seele des Feuers oder wie sie heißt, und Platz 3 Kristallweise. Die Drachentöterrüstung mag ich relativ gern, weil sie meine Lieblingswaffe durch seine Seele hergibt. Finde die ziemlich geil. Da ist es zwei. Das reicht aber gerade so. Erste Drachentöterrüstung, zweiter Großholz, dritter Medea. Das Großholz ist halt ein schlechter Boss, aber es ist jetzt kein Hassboss. Ist so befriedigend, wenn man ihn schafft. Kenne ich sonst von wenigen Bossen. Das war jetzt die falsche Gnade. Ja. Drachenritterrüstung ist zwar das lästig wegen diesen ganzen Hackbällchen, wo geschossen werden.
aber ich finde ihn ein relativ cooler Boss. Soul of Cinder habe ich das letzte Mal im ersten Versuch gemacht und Ewi kann ich den. Ja, es gibt viele, ich kann den auch, ich finde ihn nur ein ziemlich Arschboss. Der nervt so arg, dass er jedes Mal wechseln muss in Schwertphase, Sperrphase, Krummschwertphase, Zauberphase. Geh, komm, entscheid dich mal, du blöde Depp. Sinn. Die Rüstung überrascht mich immer mit irgendeiner scheiße Gesicht mit Freudentränen. Okay, ich muss durchhalten. Okay. Hallo allerseits. Ich fängt der Gürt an und es beginnt von vorne. Tipp an mich. Auf Tag stellen wir da. Das letzte Mal bin ich viermal von der Brücke gefallen, Gesicht mit Freudentränen. Ich müsste das Game mal wieder von vorne ohne NG Plus spielen. Die Zwillinge liebe ich aber fielen mir sehr schwer im ersten Run. Hallo Christoph. Zwillinge? Christoph Hui Teufelsgruß, strahlendes Gesicht mit Zwillinge? 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 René, welche Zwillinge meinst du? Die Zwillinge sind super, aber sind auch echt hart. Lorian. Achso, die Zwillingsprinzen. Zwillingsprinzen. So, detailliertes Aussehen, favorisiert laden. Hey Christoph, alles fit bei dir? Während die Cutscene läuft, hol ich bin gleich wieder. Hol schnell was. Daumen hoch. The great Elden Ring was shattered. In our home, across the fall. Hey Christoph, winkende Hand. To be found. And in the night of the black knives, Godwin the Golden was first to perish. So, bin wieder da, falls ihr euch wundert, was das im Geräusch im Hintergrund ist, ist ein Ventilator. Demigod. Hey Bibi, hast meinen Tod verpasst. Läuft super heute. Ganz toll läuft das heute. Weiß nicht, ob ich das sehen muss, Gesicht mit Freudentränen. Ja, spule einfach ein paar Sekunden, ein paar Dinge zurück, dann siehst du, was das für ein Tod war. Bei Gran Deutsch Presseagentur läuft's auch gut, sich die Augen zu halten in das Affengesicht. The call of long lost grace speaks to us all.
or alone, chieftain of the Badlands, the ever-brilliant Gold Mask. Fear the deathbed companion. Wieso, Bibi? Was ist bei ihm passiert? The loathsome Dung Eater. And Sir Gideon Othmir. The All-Knowing. Nee, ich dachte, mit YouTube Studio kann ich. Vielleicht hier? Nee. Nee, ich dachte, mit YouTube Studio kann ich Benachrichtigungen machen. Geht aber auch nicht. Erstelle ich Playlists. Ah, Cutscene vorbei. Egal. Muss man schauen. So. Und here we go again. Wenn ich jetzt hier gestorben wäre, hätte ich glaube ich wieder den Stream abgedreht, weil dann heißt es kein gutes Zeichen für heute für sowas. Komm da runter. So. Das ich kann ich wirklich nicht wirklich. Seht ihr Gott sei Dank nicht als tot. Wieso, Baby, wo ist denn der Grandpa Schwitzer jetzt eigentlich aktuell? So. Und hops. Und hops. Bin mal Futter fassen, ihr Hübschen. Okay, René. Bis gleich. Ich glaube, ich mache jetzt auch nicht zu lang, weil ich werde dann auch später Futter fassen. Er und macht einen Baum, Avatar. Sollte eigentlich ein Nordea dran werden, grinsendes Gesicht mit Schmerzen. Ja, das habe ich gesehen, dass er auch ein Nordea versucht. Augen zu halt endes Affengesicht. Schmecke lasse René. Achso, ist er auch schon ein paar Mal gestorben, oder wie? Guten Hunger. Ja, wie gesagt, ich mache heute auch nicht so lange. Ich denke, ich mache höchstens noch wirklich eine Stunde. Weil dann ist auch schon 7:30. Weil ich hab ist dann auch was. Hä?
Hello again, da geht man einmal mit dem Hund, zack ist Jani wieder online, Gesicht mit umarmenden Händen. Ja, tschüssi. Ich kümmere mich auch mal um was zu essen, ich lass mal laufen und schreib dann Ivan blöde Kommentare. Ja, Slasher. Okay, Backstep. Gesicht mit umarmenden Händen. Ja, dachte ich mir auch, Jessie Gesicht mit Freudentränen. Schmecken lassen Slushy. Ja, wenn ich wüsste, wie man so eine blöde Benachrichtigung auf YouTube macht, hätte ich auch schon eine auf YouTube gemacht, aber ich habe keine Ahnung, wie das geht. Und Jessie grünes Herz müssen den Chat regeln. Zufällig eine Idee, was ich essen könnte, Gesicht mit Freudentränen, Gesicht mit Freudentränen. Ey, ich sag's euch, wenn ich gegen ihn jetzt sterbe, dann drehe ich wieder den Stream ab. Dann stream ich heute nimmer. Lächelndes Gesicht mit lachenden Augen. Pizza geht immer. Morgen mache ich mir auch wieder selbstgemachte Pizza. Bei mir gab's Fahrfalle, sich die Lippen leck. So, Gottrick-Soldat, diesmal nicht nur Damage. Wo ist der Ausgang? Da ist der Ausgang. Bin mal wieder weg. Viel Glück und vielleicht bis später, winkende Hand. Helle Hand. Okay, Christoph, danke, dass du da warst. Bis später vielleicht. So. Bring ab deiner. Zack. Hm? Hast du denn jetzt aktiviert, obwohl ich noch gar nicht drauf war? Krank kann jetzt sie. Bei Christoph winkende Hand. Aha. Bei uns gab es Schinken-Hackfleischröllchen mit Couscous. Aha. Das ist doch ein interessantes Easter Egg. Ihr habt gesehen, dass ich drüber gesprungen bin. Klingt gut, Jessie, lächelndes Gesicht mit lachenden Augen. Lauf, 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 lauf. Was? Schinkenhackfleischröllchen mit... Uah, Couscous. Nee, Mann. Mag ich überhaupt nicht. Uah. Uah. Na, ne. Nix da. Puh. Ne. Bäh. Puh. Lauf, du Sack. Alter, das ist auch krass. Stellt euch vor, ihr hockt da so und plötzlich hört ihr was von hinten kommen und in dem Moment, wo ihr aufgestanden habt, seid ihr schon wieder am Liegen mit dem stechenden Schmerz. Kein Couscous, Jani, lächelndes Gesicht mit lachenden Augen. Nee, muss nicht sie.
Ich bin nicht mehr der größte Reis-Fan. Klingt alles super, aber auch nah an meinen letzten Mahlzeiten. Ich lass mich mal inspirieren. Wie gesagt, ich mag nicht mal richtig Reis. Boah, Reis. Nee, Mann. Nur mit Soße. Viel Soße. Ich liebe Couscous, kann ich mich reinlegen, Gesicht mit umarmenden Händen. Nein. Ed Bebe war sehr lecker. Kannst mir vorstellen, dass es vielen schmeckt, aber mir schmeckt es wirklich überhaupt nicht. So, und los geht's. So. Erstmal Mima Map. Dann. Ups. Ja, dritte nur. Danke. Nein, danke. Aber wer's mag, lächelndes Gesicht mit lachenden Augen. Ja. Huhu, Stefan, mein Wer es mag, soll es essen. Armenden Händen, Herz. Rani. Eine Göttin. Hallo Jesse, Gesicht mit umarmenden Händen. Hm. Okay, schade, man kriegt kein, leider keinen besseren Blick auf die Geist, auf das Geistergesicht. Ich würde gern, dass man ihn besser sehen kann. Aber das sieht man immer so schlecht. Hm. Okay, Friedhof, der erste Schritt. Ton passt vor allem. Ich bin nicht zu laut, bin nicht zu leise. Auf mich passt alles. Bitte um Rückmeldung. Was ist hier? Der Strudel? Da. Es sammle doch den Feder dir Fuß ein, du Depp. Und ab wieder. Ciao, ihr Skelette. Ciao. Passt alles. Danke. So. Okay, Stefan, vielen Dank. Fall Damage ist der nervigste Damage. Boah. Da müsste, glaube ich, entweder eine 1 oder eine 2 ohne liegen. 1. So. Immerhin 200 Ruhen. So. La, zack. Ihr lasst mich gefälligst in Ruhe. Ich reite wieder Wind. Ich reite. Da liegt ein 2 ohne, das weiß ich. Und hops. Gnade aktivieren. Hat uns immer am einfachsten. Also wie gesagt, also in meinem No-Death-Run, ich habe mal vor ein paar Wochen, wo ich noch nicht streamen konnte, Aufnahmen aufgenommen für die Tachi. Die wollten nämlich wissen, wie schnell ich eigentlich mich vorbereite für die No Death Challenge.
Und ich habe gesagt, dann streame ich extra, aber das hat ja da noch nicht gefunzt, wegen YouTube, Sony, weil das der ganze Mist über PlayStation ja immer so verbuggt sein kann. Auf einmal habe ich zwei Aufnahmen gemacht und die ersten circa 1,5 bis 2 Stunden, je nachdem wie schnell ich bin. Achtung und Servus, ihr blöden Halbaffen. Habe ich dafür Aufnahmen gemacht, also wenn alles geklappt ist, sind jetzt die ersten 2 Stunden, je nachdem wie lange ich jetzt halt mache. Also ich denke mal, Vorbereitung mache ich auf jeden Fall. Und dann gehe ich auf jeden Fall mit mindestens einem plus 12er, wenn nicht sogar plus 13er Uchikatana. Ich fange mit Uchikatana an und je nachdem, also wenn es wirklich so weit kommt, dass ich bis zu Radagon Envies komme, ist so unwahrscheinlich, spätestens beim Godskin oder spätestens bei Morgoth kann es sein, dass ich dann stirb. Denke ich. Wenn nicht sogar früher durch ihren Kacke wie vorher. Das war jetzt aber auch knappe Sache. Glaube ich gerne, Jesse. Weil ich will später, ich war vorher nämlich schon, würde gern nochmal später zum Check rein, weil der macht mal wieder einen Level 1 ran, alle Bosse, wirklich alle Bosse, alle 165, Level 1, no damage. Und darauf habe ich echt mal wieder Bock auf so einen schönen Level 1 ran von ihm, und weil das ist, ich finde, eines der geilsten Dinge bei ihm. Klar, diese No Death und so sind auch geil, aber irgendwie war es in letzter Zeit etwas too much No Death. Und ja, ich bin ja, mein erster Stream bei ihm war auch ein Level 1 Run, Parry Only. Dementsprechend mag ich diese Runs auch sehr gern. Habe ich jetzt hier alles eingesammelt? Yes! Ich habe eingesammelt. Ich muss mich kurz, der Andi schreibt gerade ein bisschen im Chat, also in der Gruppe meine ich, da schreibe ich ihm auch noch mal, dass ich mich entschuldige. Mach das ja nie. Jack ist einfach majestätisch, kann man viel lernen. Lächelndes Gesicht mit lachenden Augen. Da ist euch, Stefan. So, bevor ich weiterreite, auf Tagstein und dem Sackelpicker lasse ich mich ganz bestimmt nicht nochmal killen. Also. Nerv du jetzt nicht. Später. Waschen. Zack. Zack.
So, Zeit vertreiben. Bis morgen. Und dem Sackelpicker lasse ich mich ganz bestimmt nicht nochmal kille. Ja, Stefan, zurück zu deinem Spruch. Also, ja, ich habe auch wirklich sehr viel vom Jack gelernt. Hier, Radagon. Wusste ich nicht mal, dass man parieren kann. Radagon war eigentlich einer der ersten wirklich schweren Bosse, wo ich dann bei Jack mir abgesehen habe, wie man den pariert. Da habe ich gedacht, komm, probier es mal aus. Und es lief wirklich sehr gut. Ich hatte Radagon beim, ich glaube, zweiten oder dritten Versuch mit Parry Stun besiegt. Gut, ich war auch wirklich, ich war glaube ich NG2. Nee, NG1. NG1 war ich. Und es hat mir sehr Spaß gemacht. Und ich liebe Radagon zu parieren. Elmbeast ist ein, wie gesagt, das habe ich auch in meinem Parion gesagt. Elden Ring endet mit mir, bei mir mit Radagon. Radagon ist ein wirklich sehr toller Boss, ein wirklich grandioser Boss. Ganz ruhig, du kleine Made. Ein ganz toller Boss. Ich liebe ihn wirklich sehr gut. Er kann auch manchmal ein bisschen assi sein. Also seine zweite Phase, die ist ein bisschen... Naja. Ich probiere ihn ja zur Zeit, Parry Only ohne Estus zu besiegen. Also ich habe das einzigste Heil-Item, was ich benutze, ist die purpurrote Assassinklinge, wonach mir Leben zurückgibt, wenn ich ihn kritte. Aber da ich ja Radagon dreimal parieren muss, ist es sehr, dauert es eine Weile. Die erste Phase ist kein Problem. Die zweite Phase... Tatsächlich hätte ich ihm auch mal fast nur Damage hingekriegt. Es hätte nur noch ein Parry gefehlt und dann ist, hat er absolut eskaliert. Da hat er seine Pfeile geschossen, da hat er alles rausgehauen, was er zu bieten hatte. Und ich war da nur so und dachte mir, Alter! Er hatte mich dann auch gekillt, deswegen. Das wäre so ein geiler Kampf gewesen. Also auch meine drei Lieblingsbosse zum Parieren sind auf Platz 1. Elemar von den Dornen, die Klangperle, das sind ganz tolle Gegner zum Parieren. Platz 2, die Schmelztiegel. Besonders die mit dem Schwert. Die mit dem Schwert sind ein bisschen, nennen wir es mal, lästig. Und auf Platz 3 kommt tatsächlich schon Radagon. Hey, Michi! Ich hab viel Servus! Vom Jack. Gelernt ohne ihn nur DMG-Fights noch Chance. Ja. Hi, Michi. Also, wirklich Props an Jack, der ist wirklich... Also, klar, Chino Machino und die ganzen anderen sind wirklich vermutlich besser als er. Aber man muss immer bedenken, er pariert die Bosse meistens. Also die, wo man parieren kann. Und von den ganzen No-Hit-Runner und so. Und die parieren die Bosse nicht, weil es einfach ein Risiko ist. Und dementsprechend sehe ich Jack eigentlich einer der Top, wenn nicht sogar der beste Elden Ring-Spieler auf der Welt an, weil er die Bosse halt auch pariert. Man muss parieren, das hat auch der Jack gesagt, ist die... wie nennt man's? Hi Stefan und Bibi. Es ist die... das Fünkchen können, nenne ich es jetzt mal. Also er hat ein anderes Wort dafür gehabt. Also parieren, das ist wirklich das Top-Niveau. Ich sag dir, bleib bloß hinter der Mauer. Königsdisziplin.
Danke, Bibi. Genau das hat er gesagt. Genau das hat er gesagt. Das sind ihre Königsdisziplin. Und wie gesagt, er macht die Bosse, wo man parieren kann mit Parries, was die ganzen Chino-Maschinos oder Acid, nee, nicht Acidat, die ganzen, wo in Amerika rumnutzen. Ihr wisst, welche ich meine, und die machen das halt nicht mit Parries, und für mich ist genau deswegen Jack der für mich beste Elden Ring Spieler. Er sagt zwar auch, er ist nicht der Beste, es gibt bessere als ihn, aber die meisten tun einfach nicht die Bosse mit Parries besiegen. Das muss man so sehen. Ja, auch aus seiner, eins seiner größten Projekte war, das hat er ja dem Auri zu verdanken, seinen Level 1 Platin Run. Also, boah. War das nicht sogar No Death? Meine ich sogar. Oder? Genau, sein Platin Level 1 No Death. Oder war es Platin Run No Death? Bibi, kannst du mich gerade korrigieren, wenn ich irgendwo was Falsches sag? Im Grunde habe ich, muss ich auch sagen, ich habe bis jetzt jeden Boss, wo man parieren kann, auch schon mit Parries besiegt. Wer mir noch fehlt, ist Malenia, aber die übe ich schon seit 2 Monaten und so langsam. Meiner Meinung, Janni, Jack ist einfach verrückt im guten Sinne, lächelndes Gesicht, ja, mit lachenden, ja, Augen. Ja. Jack ist wirklich ein absolutes Monster in diesem Sinne, also im guten Sinne. Also was der an Können raushaut, das. Puh. Der sehen können. So, Dele, lass mich für Uchi brauche ich 15 Geschick und 11 Stärke. Da ist wird in dem gebrummt. Ungerade Zahl mag ich nicht so, dementsprechend. Mach ich noch einen Punkt. Naja, lieber Kondition. Kondition ist besser. Ah, das ist auch ein schöner Lebensbalken. So. Uchi. So, welches ist der schnellste Weg zum Uchi? Ja, von dort. Also, wie gesagt, ich schau mal, wie weit ich ohne Tod komme. Wirklich. Je nachdem, wie weit ich komme, mache ich den Run auch weiter oder das entscheide ich dann, weil. Ja klar, der Run ist dann vorbei, der No-Death-Run, aber einfach dann auch die Gelegenheit nutzen, wenn ich schon relativ weit bin. Boah, Entschuldigung. Relativ weit bin, dass ich einfach nochmal die Chance nutze, die Bosse zu üben, weil einfach man muss immer jede Gelegenheit nehmen, wo man kriegt. So. Kriegsasch, das zack, zack. Müde Jani.
Etwas. Bin heute schon um kurz vor 7 wach gewesen. Deswegen tue ich heute auch wirklich nicht lange streamen, weil ich merke es auch, dass meine Konzentration wirklich nicht auf der Höhe ist, aber wenigstens, dass ich die einen Teil der Vorbereitung hinkriege. So. Das gibst du mir? Steig doch auf den Gaul, du. Pumpkin Hit. Das ist Sinn. 2 Einser, super. Mittlerweile müsste ich glaube ich schon 6 haben. Nach der Arbeit ein Nickerchen wäre gut gewesen, erleichtertes Gesicht. Ich hab halt. Ja. Problem ist, ich kann, wenn es hell ist, nicht pennen, Baby. Das ist halt. Wenn ich versuchen, wie ich will, ich kann nicht pennen, wenn es hell draußen hell ist. Ach, heute ist ja Samstag, Gesicht mit Freudentränen verpeilt. Stimmt, heute ist... Mensch, Bibi, jetzt hast du mich auch verwirrt. So. Ach, stimmt, ich habe ja noch keine Lampe. Sich vor Lachen auf dem Boden wälzen, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Und das hat besonders jetzt Tachi, als sie sich die Aufnahmen angeguckt hat, überrascht, wie krass eigentlich die heilige Klinge gegen die Dinger Viecher sind. Und tschüss. Bufft euer Dolch damit noch zu, sie fühlt heilig schon, das heißt. Wenn man sie einmal killt, sind sie gleich für immer tot und man muss sie nicht noch einmal hitten. Das macht das hier so viel angenehmer. Krummsäbel. Nicht schlecht. Auch ziemlich coole Waffe. Zwar nicht die beste, aber eine coole. Die lästigsten mit umarmenden Händen lila Herz. So, die lästigsten sind weg. Ja, irgendwo hat sich eine schwere Tür geöffnet. Bei. So, Uchi. Perfekt. So, anständige Lebensleiste haben wir auch schon. Dementsprechend kann man sich auch schon den Boss vorknüpfen. Oder? Warte, erstmal schauen, wie viel Heilung ich habe. Oh, Stufenaufstieg reicht nicht. Flaschen verteilen. So. Arzneimischung, fällt sich die schon mal rein. Einfach aus Sicht der Heilung. Ja, 6 Heilung mit, ja, 6,5. Das sollte reichen. Ich kann den Assassin eigentlich relativ gut, würde ich behaupten. Er muss halt einfach das machen, was ich parieren kann. Wenn nicht, mache ich halt die Heilung.
Weil der droppt, wenn es ums Parieren geht, eigentlich den zweitbesten Talisman, finde ich. Schelterin. Komm schon, gib mir. Danke. Nein, Perry verkackt. Scheiße. Au. Nicht verstecken, Bibergesicht mit umarmenden Händen, grinsendes Gesicht mit Schweißtropfen. Chilaukat. Hey Jesse. Dreck. Guten Abend. Gaming Bee. Au. Gaming Bee, servus. Oida. Oida, ist die Heilung schwach. Gib mir da was. Danke. Au! Au! Gute Challenge, grinsendes Gesicht mit großen Augen. Au! Jetzt gibt mir doch was! Oh Mann! Hey! Jetzt auch nix. Alter! Danke! Man muss sagen, die Assassinen haben schon eine fiese Hitbox eigentlich. Gekommen. Ja, da war ich wirklich zu nah. Ja, gekommen. Okay. Au. Ach, okay. Das ist ja kein Parry-Run. Es ist ein No-Death-Run. Habe jetzt ein bisschen die Faxdecke.
So, der ist down. Dann weiß ich kurz zur Ele. Danke. Genau, nicht sterben. Jo, mit dem Lebensleiste eigentlich nicht möglich bei dem Assassin, aber der ging mir jetzt ein bisschen am der ging mir jetzt gerade ein bisschen am Arsch. Guten Abend, Biber, winkende Hand. So. Geht doch schneller. So, jetzt kurz überlegen, wo finde ich jetzt nochmal überall Stufe 1. Ich brauche noch 3 Stück. 3 finde ich dort. Oh. Danke, Bibi. Servus, Stefan, lächelndes Gesicht mit lachenden Augen. Goldstadt, danke. Hallo Jan, Gesicht mit umarmenden Händen. Hallo Chat, Gesicht mit umarmenden Checky. Händen. Servus, wie hast du dich denn du zu mir verirrt? Das ist aber schön, dass du hier bist. Aber wie hast du dich denn zu mir verirrt? Hi Jackie, lächelndes Gesicht mit lachenden Augen. Huhu Jackie, Gesicht mit umarmenden Händen. Huhu Biberchen, Gesicht mit umarmenden Händen, lila Herz. So. Warte, ich hab doch jetzt 9, Jackie, oder? Gesicht mit umarmenden ja, Händen, 9, lila das Herz. Heißt. Das heißt, ich brauche jetzt nur noch die aus dem Felsen. Wir haben ein paar Vögel gezwitschert, dass du auch streamst, verlegen, kicherndes Gesicht. Ah, okay. Das ist aber schön. Hi, Jesse. Face-Repart. Jetzt sammle doch das Ding. Alter. So, jetzt steige ich aber ab vom Gaul. Dann eine 1 aber. Gesicht mit umarmenden Händen, Baby, Gesicht mit umarmenden Händen, Jessie, oh, Gesicht mit Einser. Umarmenden Händen. 5er. Guten Abend, Jackie, winkende Fünfer. Hand, lächelndes Gesicht mit lachenden Augen. So. Ja. Mit 3er. Kapau. Hey Stefan, Gesicht mit umarmenden Händen. Stinkiger Bock. Das ist hier immer etwas kritisch, hier die Schmiedesteine zu holen. Ganz einfach. 2 Schreiangriffe von den Typen und du bist runter vom Pferd. Also, das ist immer so ganz kritisch. Weil mich haben die mal beim Wegreiten 2-mal mit dem Schrei getroffen. Hau das Ding kaputt. Danke. Wer hat mich entdeckt? Niemand? Oh Gott sei Dank. Und das heißt, reiten, was das Zeug hält. Bin zwar nicht gestorben damals, als mich von... Geste! Ich hab da was vergessen. So. Nix da Gesten. Südlichen. Gut. Und jetzt geht's schon auf zur Insel der Tränen, ein paar Items einsammeln. So, jetzt baue ich die. In Limgrave kenne ich 3 Orte, wo es ein +2er gibt. Einmal in dem Felsen bei den Trollen. Und
3, glaube ich. Oh, bin ich deppert oder was? Mehrere auf Insel der Tränen. Meine ich. 3 oder 4 gibt's, glaube ich. In ganz Limgrave. Nächster. So, das sind Nummer 1er. Brauche ich zwar nicht mehr, aber ich nehme sie immer mit. Ups. Gnade aktivieren. Ich bin mal AF-Zuschauer. Noch ein paar Vorbereitungen treffen für morgen. Will bis später ihr lieben Gesicht mit umarmenden Händen. Okay, Stefan, danke, dass du da warst. Bis dann, Stefan, Gesicht mit umarmenden Händen. Schönen ich weiß Abend, zwar, Stefan. Dass der Anfang etwas langweilig ist, aber dadurch wird der Rest etwa, also für Limgrave, Lyurnia, wird es dann etwas angenehmer. Ich kann dann in der Regel sicher gehen, dass ich in der Regel eigentlich dann nicht stirb. Es kann natürlich immer was passieren. Aber so kann ich eigentlich sicher gehen. So. So. Ich brauche keine mehr, ich brauche von denen. Und der verkauft einen. So, jetzt hat man schon 3. So. 100% Schild hat der nicht. Danke für gar nichts. Ja, das ist auch sogar mit dem Golem, wo vor Morne steht. Der trifft einen in der Regel nicht. Ganz gleich zeige. Das ist total witzig. Oh, jetzt gehe ich ganz normal auf den Weg. Und lauf ganz normal zu ihm. Je näher man ihn kommt, desto kritischer wird es dann, aber ihr seht, trifft einen nicht. Wenn man ganz normal auf ihn zukommt, ab ungefähr hier wird es dann doch schon dann kritisch. Ja, ab hier ungefähr wird es kritisch. Trifft einen, aber der ganze Weg, da trifft einen nicht. Ab dazu auch ein Video auf meinem Kanal. Das finde ich ziemlich witzig bei ihm. So. Ui, Golem, Großbogen. Ist so ein geiler Großbogen und ein relativ seltener Drop. So, Gnade für Morne schon mal aktivieren, wenn ich hier unten bin. Natürlich habe ich die Karte nicht eingesammelt. Oh Mann. Also im No-Death-Run gehe ich auch mindestens auf 45 Leben, wenn nicht sogar 50. Also das ist mein erstes Ziel, mindestens zwischen 40 und 50 Leben zu bekommen. Also in der Regel spiele ich Elden Ring immer mit 40 bis 45 Vitalität durch. Das habe ich mir angewöhnt. Damit ist man gut, hat man gut Leben, weil ab 40 beginnt ungefähr das Softcap. Und ja, macht's. Und in einem No-Death-Run gehe ich etwas höher, bringt zwar nicht viel, weil dann das Softcap eh, aber dann mit der großen Rune von Radahn, wenn man sie bekommt, oder wenn nicht sogar die von Morgoth, also ich
Godrics Rune mag zwar sein, dass es für viele die beste ist. Kein Thema. Das Problem ist, du brauchst nicht jeden Attribut 5 mehr plus. Das brauchst du nicht bei... Das brauchst du nicht. Und ab einem bestimmten Level bringt es dann eh nichts mehr. Gerade wenn du im Softcap dann gekommen bist. Genauso mit Radagons Wundsiegel. Es bringt dir nichts im Endgame. Es schadet dir nur noch. Du hast zwar mehr Punkte in verschiedenen Attribute, aber du kriegst auch mehr Schaden. Klar, für Level 21 absolut kein Problem. Das sind dann für die ganzen Vollprofis wie Jack. Aber im absoluten Endgame, wenn du jetzt einen ganz normalen Run machst, kein Level 1 an, bringt dir dieses Item nichts. Du kriegst dann einfach nur noch mehr Schaden wie sonst eh schon. Ist ja nicht so, als würden die Endgame-Bosse wenig Schaden machen. Ich habe lange Zeit davon nichts gewusst, von dem Radagons Mundsiegel. Erst als ich dann die Platin gemacht habe für Elden Ring, wo mir dann ein Talisman gefehlt hat, habe ich gedacht, hey, welcher Talisman fehlt denn mir? Habe ich mich erkundigt, Radagons Wundsiegel, ah, dort ist er. Habe ich gesehen, habe ich mir durchgelesen, mehr Wartepute, oh, nicht schlecht. Aber dann habe ich gesehen, kriege ich mehr Schaden, habe ich gesagt, nope. Das ist nichts für meinen Spielstil, weil... Viele sagen, ich bin ein guter Spieler, aber ich bin durchschnittlich, sagen wir mal so. Weil, bestes Beispiel, Schmelztiegel ist ein Boss, wo ich eigentlich richtig gut kann. Aber es passiert mir immer wieder, dass ich mindestens ein oder zwei Hits von ihm bekomme. Deswegen kann ich auch im Großen und Ganzen keine No-Damage-Fights. Das ist es so. Ich habe es schon oft probiert, No Damage Fights. Der einzigste No Damage Fight, wo ich jemals hingekriegt habe, ist vom Alabasterfürsten. Aber auch nur, weil ich wirklich, wenn er das Moveset macht, wo ich wirklich ihn zu Tode parieren kann, dann packe ich das auch. Also meistens macht er ja nach einem Parry diesen Gravitationsschlag. Den kann man parieren. Und den pariere ich dann auch von ihm. Und in der Regel macht er dann ein Schwerthieb oder nochmal die Gravitationsfaust, aber No Damage Fights bei mir, das werdet ihr wahrscheinlich nie kriegen. Bin auch nochmal weg. Bis später. Okay, Michi, bis später. Was ich sagen muss, das war noch vor meiner Zeit, wo ich Aufnahmen gemacht habe und so. Ich weiß nicht, wie ich das hingekriegt habe. Ich habe einmal, wirklich einmal Godfrey Horalu No Damage hinbekommen. Aber auch nur, weil ich es nicht probiert habe. Am Ende des Kampfes habe ich gesehen, voll Lebensleiste, Heilungen sehen auch unbenutzt an. Habe ich gedacht, ich habe doch eine Heilung benutzt, mindestens eine. Habe ich mich an die Gnade gehockt, habe ich gesehen, hat sich nichts verändert. Denke mir, habe ich den jetzt No Damage? Ich war da erstmal baff. Klar, denken bestimmt jetzt wahrscheinlich welche, das hat er nicht. Aber nicht mein Problem, wenn ihr das so denkt. Ich hab's gemacht, ich weiß, dass ich es gemacht habe, aber seitdem habe ich... Ich hab's dann beim nächsten Mal probiert, ihn nochmal, aber das ging so fett in die Hose. Die erste Phase, wo ich wirklich eigentlich gut kann, wo ich dann versucht habe, auf No Damage zu gehen, das... Sagen wir mal so, am Ende hatte ich dann nur noch 3 Heilungen für die zweite Phase. Bei fast jedem Try. Und da habe ich gedacht, bringt nichts. Bringt absolut nichts. So. Lampi. Manchmal hat man den perfekten Tag erwischt. Ja. Und das war an dem Tag wirklich bei Godfrey Hollow. Und da habe ich gedacht, und Godfrey Hollow ist eigentlich eh. Godfrey ist mein Lieblingsboss. Hollow ist. Wie nennt man das am besten? Klar glaube ich dir, Jani, erleichtertes Gesicht. Wie nennt man das jetzt am besten? Wie nennt man Horalu jetzt am besten? Er ist zwar da, aber großartig brauchen tut man. Horalu ist ein sehr geiler Boss, ein sehr imposanter Boss.
aber lieber voller Lebensbalken. Godfrey hätte ich mehr gefühlt. Ganz ehrlich. So, dalle. Plus 4, 7 Heilung, das ist doch schon mal was. Lalala, 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 la. Warte. Ah, ich hack mich mal in die Gnade und porte mich in die Tafel der Gnade. Wenn ich einfach mal das Uchi beim Ding aufnehmen kann. Und dann geht's schon nach. Schön, danke. Was, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ach ja, jetzt geht's dann auch schon nach Leonia. Aber davor geht. Nee, es geht nur nicht nach. Unter Druck besser. Ja, ja. So, als erstes hole ich mir hier den Langbogen. So viel besser als der andere Bogen. Scheiß Kompositbogen. So ein Drecksbogen. Keine Reichweite, kein Damage. Ist okay, dass selber alle Bosse ewig gebraucht. Gerade der Puppenmeister 3 Tage und Endboss Fürst 3. Mhm. Jetzt ist man nicht so extrem, weil ich ja die Demo gezockt hatte. Dementsprechend hatte ich den Puppenmeister beim zweiten Versuch. Aber in der Demo habe ich, glaube ich, mehrere Stunden an ihm schon gehangen. Aber hier, Ich bin ein Mensch, ich kriege unter Druck nichts hin. Beim Spielen und im Real Life. Jetzt gerade. Ich hatte. Der. Ja, der Puppenmeister ist ein toller Boss, aber auch ein harter Boss für den Anfang, muss ich wirklich sagen. Er ist wirklich ein sehr guter Boss. Er macht mir sehr persönlich sehr viel Spaß. Was soll ich jetzt? Ah ja, Waffe verstärken. Hier die. Wie heißt der Boss nochmal? Die erste Puppe. Ich hatte mit dem Geist den Markus besiegt. Wie heißt er nochmal? Ach Gott, wie heißt er denn? Ich funktioniere unter Druck gut, aber beim Zocken eher nicht. Grinsendes Gesicht mit Schweißtropfen ist bei jedem anders. Ach Gott, wie heißt? Simon Manus. Genau, Simon Manus. Den hatte ich mit einem Geist besiegt, weil die zweite Phase, das war noch vor dem Patch, bevor er genervt wurde. Lies of P vor dem Patch war es so hart. Ich habe noch den, genau wie Jack, den Andreas, also diesen Froschboss, nenne ich es mal, vor dem Patch besiegt. Der war die Hölle. Aber wirklich, das war, man muss sagen, die meisten Bosse in Lies of P vorm Patch waren sehr hart, aber am Ende auch sehr befriedigend, wenn man sie dann hatte. Wer auch ein gutes Beispiel ist, ist der Spider Zockt. Viele kennen von euch ihn natürlich. Ich vermute, alle kennen ihn. Der hat ja, ich glaube, mehrere Tage am Andreas gebraucht. Aber wirklich sehr gut gekämpft. Er wollte ihn unbedingt allein besiegen. Ich habe ihn dann nach 2 Tagen, ich wollte eigentlich im Grunde weiter, ich wollte einfach mal ein bisschen spielen. Ich habe wirklich sehr selten die Geister genommen, aber man merkt halt schon, die haben es ein bisschen erleichtert. Nichtsdestotrotz finde ich es gut, dass sie auch Bosse hatten, wo man sie nicht beschwören konnte. Gerade der erste Boss, also der Puppmeister, dann die verfallene Version von ihm. Und beim Endboss, die erste Puppe. Das fand ich sehr gut, was Lies of P gemacht hat. Weil sie gerade zeigen wollten, es gibt auch Bosse, wo ihr keine Hilfe benötigen dürft. So. Jetzt bin ich etwas abgeschweift. Auf jeden Fall, den Simon Manus. Der musste ich den Geist nehmen, weil die zweite Phase und die erste Phase ging eigentlich. Da, auch wenn man wirklich meistens nicht gesehen hat, wann er runterkommt, wenn er diesen Sprungangriff gemacht hat. Aber mit der Zeit konnte man es abschätzen. Und die zweite Phase.
Ja, die Farmhunden in Lies of P waren wirklich. Es gab nicht viele. Aber die, wo es dann gab, waren nicht schlecht. War nur nicht unbedingt richtig krass. Man konnte schon am Anfang gut farmen. Ja, man konnte schon am Anfang relativ gut farmen. Auf jeden Fall, wo ich wirklich erst am Ende gefarmt habe, war dort nach dem Gimmick-Boss-Fight. Das ist auch so ein richtiger Arschboss für mich gewesen. War wirklich ein Albtraum für mich, diesen Gimmick-Boss, diesen Torwächter. Auf jeden Fall kommt ja danach diese Bazooka-Szene. Und nachdem ich die Bazooka ausgeschalten habe, habe ich dort ein bisschen gefarmt auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, so jetzt, bevor ich wieder vom Thema abschweife, ich habe den Simon Manus besiegt und knapp eine Stunde später, glaube ich ungefähr, ich müsste mal in die Trophäe gucken von der PCA, das ist ja PCA-Trophäe damals noch gewesen, habe ich auch schon die erste Puppe besiegt gehabt. Also ich hatte relativ schnell die erste Phase raus. Und die zweite. Ey, bleib mir vom Arsch weg, du blades Viech. Die zweite Phase war ziemlich anstrengend. Nein, ganz bestimmt so nicht. Na, die Map hole ich mir später. Das ist mir jetzt nicht wert. Auf jeden Fall, ich hatte sie dann ungefähr eine Stunde später. Das war in meinem ersten Run von Lies of P. Der zweite Run hat dann etwas länger gedauert. Und dann habe ich auch gemerkt, oh ja, der Endboss hat schon in sich. Man muss bei der ersten Puppe können, aber auch etwas Glück haben. Aber nichtsdestotrotz. Okay, die Szene war jetzt ein bisschen abartig. Nichtsdestotrotz ist Lies of P ein Knüppel. Oder. Also in der Vanilla-Version, nenne ich es jetzt mal, war Lies of P wirklich hart. Wirklich hart. Aber ich habe auch nichts dagegen, wenn sie gesagt haben, komm, wir machen es etwas leichter. Gerade habe ich auch nichts heute dagegen gehabt. Es ist genau noch so befriedigend, es macht genauso Spaß. Die neueste Waffe, wo sie mit dem einen Patch reingebracht hat, ist vielleicht etwas zu OP. Aber nur etwas, also diese Volon Collaboration Waffe, also. So. Pfeil und Bocken. Ich fand's auch schwer, aber gut gemacht. Ja. Also ich freue mich auch schon auf die nächsten Projekte von ihnen. Aufs DLC freue ich mich wirklich sehr. Also Lies of P, also und diese. Es sagt auch Jack, also diese Märchen-Souls, das kann schon Zukunft haben, wenn es richtig gemacht werden. Allein der Gedanke, ich habe mir auch schon ein paar Gedanken gemacht über sowas. Stellt euch vor, eine Trilogie mit den Grimm-Märchen. Im ersten Teil. Bin wieder da, aber ich tausche mich mal eben mit der Herzdame aus und bin noch nicht so ganz anwesend. Alles gut, Schlöscher. Man muss sich mal vorstellen, so eine Trilogie mit den Grimm-Märchen. Die Grimm-Märchen in der Originalfassung sind ja ultra. Richtig abartig, wirklich abartig. Und man muss sich jetzt vorstellen, die ganzen Grimm-Märchen auf drei Teile verteilt. Der erste Teil hat, weiß nicht, welcher jetzt ein guter Endboss sein könnte, da weiß ich jetzt noch nicht ganz. Ich müsste mir mal die Grimm-Märchen mal wieder ein bisschen erkundigen. Aber jetzt zum Beispiel im zweiten.
Aber im zweiten Teil könnt ihr zum Beispiel der jüngere Bruder von den Gebrüder Grimm, der Endboss sein. Bock drauf, die alten Souls Games spiel ich ewig nicht und Elden Ring ist nicht so. Abendbiber. Und im dritten Teil wäre es dann der ältere Bruder, wo im Endeffekt dann Teilkräfte hat von den ganzen Grimm-Märchenbossen. Also mein Gedanke war da schon wirklich sehr krass. Aber kann jetzt zum Beispiel, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob die Schöne und das Biest Grimm-Märchen ist. Ich gehe jetzt mal davon aus. Dann stellt euch mal vor, die Schöne und das Biest als Duo-Boss. Das kann anders eskalieren. So wieder da. BB Jackie. Ja, ich mache jetzt auch nicht mehr so lang. Wie gesagt, ich bin auch relativ müde. Ich bin auch ein bisschen unkonzentriert. Und ich will auch noch gern was essen. Dementsprechend mache ich jetzt auch heute gar nicht mehr so lang. Guck, dass ich auf jeden Fall einen Großteil der Vorbereitung mir holen kann. Und dann mache ich da mehrere Passer, sobald ich dann halt stirb. Je nachdem, wie weit ich dann komme, mache ich dann aus dem No-Death einen weiteren Perry ran. Und dann übe ich einfach nochmal die Endgame-Bosse, je nachdem, wie weit ich komme. Bei Übungen, klar, man stirbt, dann sollte man es eigentlich beenden, aber man kann das halt einfach auch nochmal als Übung nehmen. Sowas ist immer gut. Ich kriege auch so langsam Hunger. Und ich muss noch was vorbereiten für mein Mittagessen morgen. Der Wolf und die sieben Geißlein. Oh ja. Alter, das in der Originalversion. Fuck. Gesicht, jetzt bekomme ich Hunger. Also, der Wolf und die sieben Geißlein in der Originalversion ist wirklich krass gewesen. Aber der als Boss, sagen wir mal so, der große böse Wolf als Hauptboss. Und die sieben Zwerge so als kleine Zwerge, wo ihn etwas unterstützen, aber jetzt auch nicht so großartig. Und das kann dann schon richtig krass werden. Jackie, ich bin gestern eingeschlafen, Gesicht mit durch die Finger, Linsen im Auge. Jackie, hast du gestern gestreamt? Und dann ein Moment. Bibi, könntest du gerade mal den Kanal von der lieben Jackie gerade in den Chat fetzen? Dann kann man die liebe Jackie auch noch unterstützen, wenn man sie noch nicht abonniert hat. Das wäre nämlich äußerst nett von dir. Hänsel und Gretel ist auch grimm. Ja, Hänsel und Gretel ist auch grimm. Das ist eigentlich eines der berühmtesten Grimm-Märchen, das weiß ich auch, das wusste ich sogar noch. Hänsel und Gretel ist einfach mit lachenden Augen zumindest jemand, der bei meiner Bärenstimme schlafen kann. Du hast doch keine Bärenstimme. Ich habe vielleicht eine Bärenstimme. Rotes Herz. Oder ich habe ja, glaube ich, eine Bärchenstimme. Hier geht's zur lieben Jackie, https doppelpunkt schräg. Danke, Bibi. YouTube.com schrägstrich at Jackie. USW 8082. Sie gleich WS 82 X5 FCS X4 ZBKK. Das ist sehr lieb, Jan. Lächelndes Gesicht mit Herzen. Lächelndes Gesicht mit Herzen. Vielen lieben Dank. Absolut kein Problem, Holle, Jackie. Ein Boss wie Bed of Chaos. Ja, ich. Frau Holle. Ob man als Famboss wirklich durchgehen könnte. Man muss sich halt nochmal erkundigen, welche nochmal als Grimm-Märchen sind und welcher wirklich als Gimmick-Boss durchgehen könnte. Frau Holle könnte auch richtiger ätzender Boss werden durch ihre Schneegestöber und so. Könnte sie einem die Sicht nehmen, so wie in Dark Souls 2 oder hier in Elden Ring.
die geheiligten Schneelande, also... Ich mag deine Stimme, Jackie, Gesicht mit Freudentränen. So, jetzt muss ich noch mir die Dektus-Medaillons holen, da hole ich mir das... Falsche Gnade. Hole ich mir das erstmal in Festung. Aber die wahren Geschichten dahinter mega gruselig. Absolut, Jackie. Deswegen hat ja Neowitz... Ja, mit Lies of P. Pinocchio ist ja auch ein Märchen. Und gerade wenn Neowitz das weiterführt zum Märchen, soll es mit den Grimm-Märchen, hätten sie so viel Potenzial. Hey, ganz ruhig, du Flederratte, du. Die haben so viel Potenzial mit sowas. Es gibt so viele Märchen, gerade die deutschen Märchen. Die meisten Märchen sind ja aus der deutschen Geschichte. Die haben sowas von in sich, das kann man sich gar nicht vorstellen. So, jetzt hole ich mir noch die mal ab. So. Eine Hans im Glück Quest grünes Herz. Einen Moment, ich bin gleich wieder da. Jackie strahlendes Gesicht mit lachenden Augen, Gesicht mit Freudentränen. SLAs her, lass es zusammen machen, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen, Geschichten vorlesen. Jackie Spielzel für mich Dragon Dogma. Zwei weiter grinsendes Gesicht mit Schweißtropfen. So, da bin ich wieder. Ah, Jackie, streamst du oder spielst du Dragon's Dogma 2? Kannst es einem wie mir, wo gefühlt nicht mehr aus dem Souls-Universum kommt, empfehlen? Ich bräuchte ein Game, wo ich mal wieder aus dem Souls-Universum rauskomme. Ich kann kaum noch andere Spiele zocken, ich kann nur noch gefühlt Souls zocken. Danke für gar nichts, Elden Ring. Oh Mann. Motivationsbär? Schnauze Motivationsbär? Ne Biberchen, ich bin genervt von gestern. Runenbär? Neun zusammenwinkende Hand. Kimi! Hi! Klingt mega, aber ihr müsst mit jemandem klarkommen, der sonst nur Gesetze liest. Und naja, so lese ich manchmal auch, meinem Patenkind vor Gesicht mit Freudentränen. Mein Kimi-Gesicht mit umarmenden Händen, BB. SLAs her sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Hab gerade eine Liste von Grimm gesehen, einfach 200 Märchen. Ja, Grimm hat mega viele Märchen. Jan natürlich kann es nur weiter empfehlen. Es ist eine tolle Abwechslung. Ja, weil ich hab mir Ding geholt am 19. März, Ding, Rise of the Rune. Und es ist ein tolles Spiel, aber irgendwie komme ich einfach nicht voran. Ich bin jetzt erst in die nach Edo gekommen, also das zweite Gebiet von dreien. Genau. Es macht mega Laune. Lächelndes Gesicht. Und ich wollte mir auch noch Dragon's Dogma 2 holen. Aber irgendwie kam ich einfach noch nicht dazu. So. Langbogen ist noch ausgerüstet. Nochmal dein Name, Biber, nachdenkendes Gesicht. Piss dich.
SLAs her, egal, du liest dann nur SAI spannenden Sachen. Und ich den Rest sich vor Lachen auf dem Boden wälzen, sich vor Lachen. Auf dem Boden wälzen, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Martin. At Bibiana, was gab es bei dir zu essen? Maldi. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Ihr könnt mich nennen, wie ihr möchtet. Haarfalle in Knoblauch, Parmesansoße, sich die Lippen lecken, das Gesicht. Dies hört sich ja lecker an, Bibi. Sorry, Martin. Hab ein schlechtes Namengedächtnis. Nicht nur du, Kimi. Gesicht mit Freudentränen. Nicht nur du. Gesicht mit Freudentränen. Gesicht mit Freudentränen. Ich muss noch mal kurz weggehen. Ich weiß nicht, wie lange das geht. Ich bin gleich wieder da. Aber ich habe ja keinen Bock, dass mir hier was passiert. Also schnell, Use. Kein Problem, Biber geht immer, Biber. Je nachdem, Ben weiß noch nicht, was ich danach, ob ich da noch, je nachdem, wie lange es geht, beende ich dann, wenn ich wiederkomme, den Stream. Tut mir dann auch leid. Bis gleich. Danke für die Likes, ihr lieben Herz. Immer gerne. Ui, Bibiana. Das klingt sich die Lippen leckendes Gesicht. Face red hartspür, dazu. Wird noch eine Stunde auch zocken, lächelndes Gesicht mit lachenden Augen. Das reicht auch noch für 2 Tage, Kimi, grinsendes Gesicht mit Schweißtropfen, hab wieder zu viel gemacht, sich die Augen zu haltendes Affengesicht. Ich nehme was, Bibi. Gerne, Martin. Face red hartspür. Ich sag mal bis später, Freunde, lächelndes Gesicht. At Bibiana, mir knurrt der Magen, und du hast noch so viel grinsendes Gesicht mit Schweißtropfen. Streamst du, Martin?
bis später Beverlein Gesicht mit umarmenden Händen. Bis später Martin. Heute nicht lächelndes Gesicht mit lachenden Augen. Ich mach mir jetzt Filmini. Bis später Biberchen Gesicht mit umarmenden Händen lila Herz. Tut mir leid Kimi, würde dir auch was abgeben Gesicht mit umarmenden Händen. Geil Jackie lächelndes Gesicht mit herzförmigen Augen. At Jackie Pilmini sind göttlich lächelndes Gesicht mit herzförmigen Augen. Guten Hunger Jackie. Hab ich Pilmini gehört, grünes Herz, grünes Herz. Hey ho ihr Lieben. Renate du Granate, rotes Herz. Gibt nichts besseres, lächelndes Gesicht mit Herzen, sabberndes Gesicht. Nur geile Leute am Start hier. Bis später. Hey ho Nene, lächelndes Gesicht mit lachenden Augen. Hand pink wa wing, hand pink wa wing. Hey René, Gesicht mit umarmenden Händen. Bye Martin. Hey Jackie, strahlendes Gesicht mit lachenden Augen, zwei erhobene Handflächen. Baba Biberchen. Hi René. Bibi Huhu sich die Lippen leckendes Gesicht, Victory Gäste. Grüße lass ich noch hier. Jessie du bist auch hier, wunderbar. SLAs her, Servus Victory Gäste, lächelndes Gesicht mit Sonnenbrille. Klar wie Klossbrühe bin ich hier, sich vor Lachen auf dem Boden, wälzen sich vor Lachen auf dem Boden, wälzen sich vor Lachen auf dem Boden, wälzen sich vor Lachen auf dem Boden, wälzen. Ich werde mir paar Backkartoffeln und nen leckeren Salat machen, sich die Lippen leckendes Gesicht. Klingt gut Kimi, lächelndes Gesicht mit lachenden Augen. Guten Hunger Kimi, Gesicht mit umarmenden Händen. Haben wir Jan verloren? Gesicht mit Freudentränen. Jan ist kurz unterwegs, grinsendes Gesicht mit Schweißtropfen. SLAs her, willst was abhaben, Kuss zu werfendes Gesicht. Danke Jessie. Sehr gerne Jackie. Lächelndes Gesicht Pilmini sind für mich ein absolutes Top 3 Lieblingsessen.
Bei mir stehen es AI auf Platz 2 der Lieblingsspeisen. Ich bin mal kurz AFK, muss das Handy mal laden, Kuss zu werfendes Gesicht. Bei mir auch. Okay, Jessie, bis später, lächelndes Gesicht mit lachenden Augen, Kuss zu werfendes Gesicht. Erster Erbsensuppe-Gesicht mit Freudentränen, zweitem Pelmeni, dritter Fo, oder Döner-Gesicht mit durch die Finger linsendem Auge. Erbsensuppe, da muss die aber besonders gut sein, grinsendes Gesicht mit Schweißtropfen.
Piggity. Hey Granba, Art Gesicht mit umarmenden Händen. Moin Gran, Deutsch Presseagentur. Meine ist richtig schlecht. Gesicht mit Freudentränen, Gesicht mit Freudentränen, Gesicht mit Freudentränen. Gesicht mit Freudentränen, Gesicht mit Freudentränen, Gesicht mit Freudentränen. Ich esse mein Lieblingsessen immer nur woanders. Gesicht mit Freudentränen. Grandpa Teufelsgruß, lächelndes Gesicht mit Sonnenbrille Teufelsgruß. Brinsendes Gesicht mit Schweißtropfen. Erstes Hühnersuppe, zweiter Pelmeni, zweites gefüllte Paprika. Hallo Gran, Deutsch Presseagentur, lächelndes Gesicht mit lachenden Augen. So, da bin ich wieder. Oh. Werde jetzt aber auch wirklich nicht mehr lang machen. Weit weg, Gesicht mit durch die Finger, linsendem Auge. Sonst muss ich mir nichts mehr zu essen machen. Alles gut, Jani. Jo, Kanickel halt. Füttern, nachdenkendes Gesicht, habe ich nicht mitbekommen. Nicht unbedingt füttern, eher das eine Kanickel hatte, sagen wir mal so ein bisschen verdrecktes Fell. Hallo Jackie. SLAs her, du hast einen guten Geschmack, lächelndes Gesicht nach oben, weisender Zeigefinger von vorne, grinsendes Gesicht mit Schweißtropfen. Es tut mir jetzt auch leid, dass das jetzt kein so langer Stream wird wie normalerweise, aber ich schaue, dass ich jetzt noch unbedingt Ding hinkrieg, die Vorbereitung. Und dann kann es beim nächsten Mal mit dem Bosse killen beginnen. Problem, Jani. Hey, Grandpa! Gar nicht gesehen, dass du auch da bist. Bist du schon fertig mit deinem No-Dev-Stream?
Über den Abgrund springe ich nicht. Das ist mir zu gefährlich. So, Gnade aktivieren. Hallo. Geheim. Zocke ich selber mal erleichtertes Gesicht. Wie, wir sind die Kinder im Bett. Danke, lass mich Jackie Gesicht mit durch die Finger linsendem Auge. Was sagst du zum Spitznamen Bibi der Agostino? Gesicht mit Freudentränen. Bibi Agostino. Gesicht mit lachenden Augen. Geheim, Mike. Ich hoffe, du hattest einen schönen Samstag. Leider kommst du relativ zum Ende meines Streams. Ich mache jetzt noch ein bisschen Vorbereitung. Bin bis jetzt Gott sei Dank nicht gestorben. Aber ich habe jetzt auch relativ spät angefangen. Ich muss mir auch noch... Will mir sogar noch was zu essen machen heute noch. Sonst muss ich gar nichts mehr essen heute. Außerdem will ich noch ein bisschen bei Check rein. Streamcheck überhaupt Find noch? Mega Gesicht mit Freudentränen. Mike, was geht ab, sich die Lippen leck in das Gesicht? Oh, Check streamt gar nicht mehr. Weiß da jemand, was los ist? Wieso Check nicht mehr streamt? Weiß da jemand was? Wenn nicht, schaue ich bei JJ vorbei. Der macht auch was Interessantes. Aber wirklich, weiß einer, warum Jack nicht mehr streamt? Schade. Ging es ihm nicht gut, oder? Ne, weiß ich leider nicht. Vielleicht kommt er ja nochmal on. Na, vielleicht. Vielleicht steht auch was auf Discord. Ich schau gleich mal. Die erste vernünftige Hände, die Herz bilden. Oh Mann! Dann einfach ins Burger. Das hätte jetzt auch ins Auge gehen können. Ring Eis, Body Blue Reiset Arms. So. Mann, das hätte jetzt auch ins Auge gehen können. Jackie streamst heute nicht. Meine Kids müssen erst liegen. Nee, auf Discord steht auch nichts. Ach so, strahlendes Gesicht mit lachenden Augen. Und René, wie weit bist du in Rise of the Ronin? Ich bin jetzt sozusagen im zweiten Beat angekommen. Ich bin noch nicht so weit. Ich zocke irgendwie kreuz und quer,
DS1 Elden Ring Ronin grinsendes Gesicht mit Schweißtropfen. SLAs her errötetes Gesicht mit großen Augengesicht mit durch die Finger linsendem Auge Hände, die Herz bilden, helle Hautfarbe. Kann ich irgendwie nachvollziehen. Haha, SLAs her, der Name gefällt mir. So. Noch schnell die Map holen da oben. Nene Alien. Nachdenkendes Gesicht. Erstmal ein paar Mobgegner auf die Gosche hauen. Gesicht mit umarmenden Händen, Gesicht mit umarmenden Händen. Nicole, hi. Leider kommst du auch relativ zum Ende meines Streams. Ich beende ihn in den nächsten paar Minuten, aber trotzdem schön. Streamst du dann, René? Außerirdischer. Nicole, du tolle Herz, lächeln. Aber trotzdem Gesicht schön, dass du noch mal reinschaust. Hallo, Nicole. Je nachdem, wie lang Fabi morgen streamt oder die anderen, The Silent Souls oder The Vice of Sirius dann noch streamen, hau ich vielleicht morgen dann auch schon nochmal weiter den Troy an. Bleib mir bloß von den Hacken. Ich sag's dir, bleib mir von den Hacken. 10 Uhr stand in seinem Tab. Ja, die Frage ist nur, wie lange er das macht. Ob er es den ganzen Tag macht oder... Was zockt er eigentlich? Dark Souls oder Elden Ring? Angespannter Bizeps. Später noch in die Gruppe. Weiter mit Alien überwältigt. Uhu, Nicole, strahlendes Gesicht mit lachenden Augen. Ach, wie schade. Und ja, war noch bissel einkaufen. Und mal wieder beim Poco-Gesicht mit Freudentränen. Wie bei meine süße Herz. Dark Souls. Ah, machte den Ding von Andy. Ja. Also die meisten sind ja eher die Dark Souls Trilogie. Ich glaube, die haben keine Nuggets, enttäuschtes Gesicht. Was? Das ist krass. Ja, genau, die Challenge. So. Wieder runter. Heute bei mir nicht strahlendes Gesicht mit lachenden Augen. Wir chillen mit Cocktails, Cocktailglas und genießen das Wetter. Will ich auch, René. Zehn. Gesicht mit umarmenden Händen, Kimi Gesicht mit umarmenden Händen, SLAs her, grünes Herz. 10 Heilungen auf Stufe 6. Und das noch vor Margit. Lächelndes Gesicht mit herzförmigen Augen. Das nenne ich mal was. Renne 10. Oktober. Serie, das heißt nicht 10. Oktober, das heißt 10 von 10. Du dummes Ding. Heil Gesicht mit umarmenden Händen, doch die haben normal schon Nuggets, aber die von Magus sind besser. Gesicht mit Freudentränen. Grüße an dein Frauchen Nene, Gesicht mit umarmenden Händen. Der Damage ist ja äußerst bescheiden. Gott, der lebte ja noch.
Ja, Schmiedestein für ein Kacke. Nochmal hoch. Oder ich riskiere nichts. Nicole, okay, hab ich Glück gehabt. Hehe. Hehe. Auf jeden Fall Geheimgesicht mit umarmenden Händen. Hello, Partypiible Victory Gäste, lasse ein Like da und wünsche viel Erfolg, lächelndes Gesicht. Bei Burger King gibt's immer Crispy Chicken, lächelndes Gesicht mit herzförmigen Augen, so geil. Oh. Meine Handy schlafen gerade vom Schreiben, ein Gesicht mit Freudentränen. Quack, nur Sprachnotiz. Da ist das Gesicht mit Freudentränen, Gesicht mit umarmenden Händen, lächelndes Gesicht mit herzförmigen Augen. Huhu.de Herz als Ausrufezeichen. Hello Milena, angespannter Bizeps. Sollen wir sagen, wie knapp das war, oder sollen wir es nicht sagen? Oh Mann. Hey du. Spring da, Johnny. Heiß Laschi Victory Gäste. Kannst ja nicht abo. Ah, ich gehe straight zum Boss runter. Und dann beende ich den Stream für heute. Hat man wenigstens noch einen schönen Abschluss gehabt. Bibi, ja genau, den hatte ich. Oh, Kacke. Hi, Milena. So, all ab, Onyx Fürst. Hi, Jackie, lächelndes Gesicht, Victory Gäste. Was ist, macht das, sagt der Schaden. Oh. Kein guter Schaden. Gute Wahl, Mike. Wenn er nur das macht, kann man den Typen echt zu Tode parieren. Danke, hatte aber drei Burger. Viel zu teuer das Ganze. Hier Milena Gesicht mit umarmenden Händen. Hey Nicole, lächelndes Gesicht, Victory Gäste. Schade. Hey. Das war's mit dem No Damage. Aber dafür Parry Only.
So, dann bedanke ich mich, dass ihr hier wart. Ja, Mike, mittlerweile schon. Beende den Stream für heute, mach mir jetzt was zu essen. Erleichtertes Gesicht. Und wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss. Hey. GM3 Burger. Stabil. Gut Hunger gehabt, was ich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Danke für den Stream, Jani. Gesicht mit umarmenden Händen. Vielleicht bis später. Danke. Kein Ding. Vielleicht bis später. Schönen Abend wünsche ich euch. Lasst dir schmecken, Jani, grünes Herz. Und habt einen schönen Abend. Lächelndes Gesicht mit herzförmigen Augen. Herz.